Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Was wir machen hier ist nicht eine Todesmessen in dem Sinne. So, wir illustrieren nicht die Texte von dieser Requiem von Verdi, sondern es hat einen Untertitel. Für mich ist, ich habe das genannt, ein Hommage an das Leben. Und was ich mache, ist nur hier die Menschen, die jungen Menschen auch zu konfrontieren, ein bisschen mit dem Faktum von Sterben. Aber in eine sehr lebendige Weg eigentlich. Was wir sagen hier, oder wir versuchen auch, dass die spüren, ist, das Leben hat eine Kontinuität danach. Und das ist aus der Philosophie oder Religion, egal ob das ist christlich oder das ist Buddhismus oder Atheismus. Wir glauben, dass nach diesem Leben gibt es was Schöneres oder zumindest das hilft, dass man ohne Angst dieses Leben hier verbrachen kann. Requiem ist ein Thema, das ist nicht gerade der Hip-Hop-Stil, sagen wir. Und die Musik von Verdi ist auch nicht schnelle Tempi. Es gibt ein paar Passagen, die sind natürlich sehr stark. Ja, wir tanzen! Engel? Also, ja, Engel. Also, bei uns geht es darum, dass es Böse und Liebe gibt und dass die Bösen und die Lieben am Ende Freunde werden. Ja, genau. Ja, eigentlich alles, dass wir zusammenarbeiten mit verschiedenen Schulen und ja, dass wir alle zusammenhalten müssen und wenn einer was falsch macht, dass wir dann irgendwie alle zusammen das wieder rausbiegen müssen, dass jeder hier zu jedem hält. Sowas mit einem roten Tuch. Da müssen wir eine Beerdigung nachstellen. Und wessen Beerdigung ist das? Von einem Mädchen, also die ist so die Leiche, aber die lebt noch. Die ist auch geschminkt mit so Blumen drüber und hat so eine weiße Maske auf. Wie lange habt ihr denn geprobt hier? 2 Monate. Zwei bis drei Monate ungefähr schon. Und was hat euch hier am meisten Spaß gemacht? Also das Tanzen mit Miguel halt, was er uns gezeigt hat und so. Ja.
was er uns gezeigt hat. Ich finde was, dass wir viele neue Freundinnen kennengelernt haben und ja, hat das Tanzen, Teamarbeit hat man gelernt, mit, als Team zu arbeiten. Mein Rezept, wenn man das so nennen kann, ist Vertrauen. Vertrauen von beiden Seiten. Ich muss erst Vertrauen bauen, dass die wissen, dass ich würde die Schüler, die Tänzer nicht im Stich lassen oder ich würde das nicht so inszenieren, dass sie sich schämen, von was die machen. Und die wissen das. Ich stehe dahinter und wir nutzen einfach die ganzen Talente, die es dort gibt. In diesem Sinne, meine Arbeit als Choreograf ist nicht hier zu kommen und Schritte mit einem bestimmten Rhythmus zu etablieren, sondern erste Motivation zu finden, dass die überhaupt so ein Projekt mit so einem Thema machen möchten. Und zweites ist dann diese Vertrauen, dass das ist eine gute Erfahrung. Ist das, auf der Bühne zu stehen und mit lauter tanzenden Kindern davor und zum Teil Geräusch durch Kulissen zu singen? Jörg? Für mich war es kein Problem jetzt, weil man ist beim Konzert so konzentriert, egal was drumherum passiert. Das Wichtigste ist das Orchester, Chor und der Dirigent. Mhm. Der Rest ist in dem Moment, wo es Konzert ist, einfach nicht mehr dabei. Für mich, also volle Konzentration. Für Sie? Also ich fand, ich musste mich am Anfang an die Geräusche gewöhnen, natürlich, aber ich fand es grundsätzlich eine großartige Erfahrung für mich. Also normalerweise ist man als Solist ja im Vordergrund oder eher im Vordergrund und das jetzt, dass man sozusagen die Kinder oder Jugendlichen begleitet bei diesem Projekt und also das ist so ein riesiges, großes Projekt ist, von dem man so ein Stückchen mit dann teilhat, das war ganz toll. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht an dieser Sache? Ja, dieses Miteinander, also dieses... Ich meine, wir hatten nicht Kontakt zu jedem der Kinder und wir kennen die alle nicht, aber wir haben uns immer alle gegrüßt und haben irgendwie Sachen gefragt und gesagt, schönes Konzert und so und tolle Kollegen vor allen Dingen, das hat unglaublich viel Spaß gemacht, was selten ist, also ne? Finde ich schon. Also mir macht immer am meisten Spaß die Musik. Dieses Verdi Requiem ist einfach so ein tolles Stück. Das macht mir am meisten Spaß, ja, die Musik.